Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Valheim. Ich habe mal das Zeug von da hinten bloß hier schnell alles in die Kiste gepackt, was wir gesammelt haben. Hab dann geschlafen und hier wären wir auch schon wieder. Hier ist wahrscheinlich eh nichts. Außer ein Moskito. Das ist halt nur das Problem, weil ich jetzt nicht weiß, wohin ist. Ah. Dankeschön. Was liegt da noch rum? Knochen. Gut, genau, da sind wir ja lang gelaufen. Jetzt können wir mal noch gucken. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal. Moment, machen wir schon mal hier das Portal hin. Das Portal Schiff. Ist immer noch total logisch. Ich würde jetzt tatsächlich sagen. Bist du? Ach, Karotten. Oh. Nee. Jetzt sind sie aber wieder nervig. Irgendwo. Ist offensichtlich auch ein Kobold. Da vorne steht er ja schon. So, dann lass die Spiele beginnen. So. Ja, der Sterne-Kobold, der knallt schon rein. Muss man einfach anerkennen. So, jetzt haben wir aber hier halt wieder eine Nebelsuppe. Guten Trank würde ich jetzt mal noch nicht nehmen, den habe ich mir daheim nämlich auch noch abgeholt. Der war dann auch endlich mal fertig hier. Ich würde jetzt eher gerne noch ein bisschen erkunden und mal gucken, ob wir vielleicht eine schicke Stelle finden für eine Hütte. Wäre jetzt natürlich praktischer, wenn das Wetter besser wäre. Aber wir können es leider nicht beeinflussen, von daher müssen wir jetzt wohl oder übel damit leben. Wir können natürlich hier irgendwo direkt am Wasser was Schickes hinbauen. Gut, da oben ist definitiv noch ein dicker Berg. Da hinten schwirren ein paar Moskitos rum. Das Schild behalte ich jetzt, wie gesagt, lieber mal in der Hand. Was wieder ein Moskito meint, er muss uns. Was gibt es denn hier so viele Sterne-Putzis von euch? Vor allem, wenn man da den falschen trifft. Mal einen Trank gönnen. Ja, und dann grandios drüber schießen. So. So, jetzt komm her, Bruder. Jetzt hat. Kann ich mich mit dir anlegen? Hier hinten ist ja wirklich eine volle Moskito-Party. Muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Aber wir werden vermutlich unseren Bogen gleich wieder brauchen. So. Was gibt es denn hier alles noch Schönes? Ich denke, jetzt kommen wir einfach da rum. Nachdem da unten ja auch noch Ebenen sind, gehe ich mal davon aus, dass das hier auch alles Ebene ist. Wir können mal ein bisschen ins Landesinnere auch mal noch gucken, aber da genau, da geht ja dann eh schon der Berg los.
Daher haben wir da oben vermutlich eher weniger verpasst. Wir könnten uns auch irgendwo am Hang ein schickes Häuschen bauen. Gut, da unten ist schon das nächste Koboldlager. Wie es aussieht. Was ist das für ein Stranger Turm? Wir auch mal noch schnell markieren. Machen wir das so. Koboldlager. Das können wir durchstreichen. Das ist erledigt. Das ist auch erledigt. Brauche ich gar nicht erst angerannt kommen. Ich will mich jetzt nicht prügeln. Ich will jetzt zuerst eine schicke Location finden für meine Hütte. Die Frage ist dann natürlich auch, bleiben wir denn dann hier auf der Insel? Weil wir müssen dann sowieso noch weiter. Da wir wahrscheinlich hier nicht alles finden werden, was wir erfahren müssen. Aber im Endeffekt wird sich's wahrscheinlich gleich bleiben. Gehe ich stark davon aus, weil ob wir jetzt hier, sage ich mal, ein Portal bauen. Unser Haus bauen oder noch woanders hinschippern und unser Haus bauen, das wird an sich keinen Unterschied machen, Freunde. Von daher, ah ja, was haben wir denn da? Einen schicken Koboldturm, da gibt es vermutlich ein Totem für mich. Und da hinten ist auch ein Kobold, aber ich sehe ihn nicht ordentlich. Ist jetzt zu zweit. Lieber mal, was geht genau hier ab? Was ist da jetzt weggefallen? Hä? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. Hä, was war das jetzt für eine Animation? Der nächste. Wenn immer einer nach dem anderen kommt, dann ist es ja alles auch gar kein Thema. Okay, offensichtlich gibt es hier noch mehr. Weil die sind vermutlich alle im Turm. Okay, da gibt es ja auch noch. Ja, sogar getroffen, obwohl ich nichts gesehen habe. Und ich auch noch. So, dann wollen wir doch mal reingucken hier. Da oben schönes habt's. Einen haben wir klein bekommen. Und ich auch. Das einzig Ärgerliche ist. Ach, da oben läuft noch mal einer rum. Yo, Bro! Gut, er will wohl nicht zuhauen. Muss er ja nicht. Die Gäste nehme ich natürlich mit. Lachs wäre mir jetzt lieber gewesen. Aber man kann wohl nicht alles haben. So. Ah, und schon haben wir schönes Wetter. Herrlich. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Immer noch am Überlegen, was wir machen, wenn wir Valheim durchgespielt haben. Könnte man natürlich sagen,
Gut, dann das gleiche nochmal mit Mods. Aber ich will jetzt im Endeffekt auch nicht unbedingt Valheim 20 Mal durchspielen. Ist es vielleicht auch nicht so interessant für jeden. Eine Kleinigkeit snacken. Von daher, aber wir sind sowieso noch ein paar Folgen auf jeden Fall beschäftigt. Ja, wir müssen ja erstmal hier den Gegner finden. Dann eine neue Bude wollten wir uns auch noch bauen. Also es gibt schon echt noch einiges zu tun. Von daher. Huch, habe ich doch glatt drüber geschossen. So, wo liegt der? Okay, du rollst gerade da hinten. Nehmen wir natürlich mit. Kann man schicke Pfeile draus basteln. Wo jetzt das andere liegt, sieht man leider nicht wirklich. Hier steht wieder ein Kobold. Ja, wo komme ich jetzt da hin? Gut, da komme ich da wieder rum. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Egal, komm rauf, Bro. Geh mal wie üblich von Mann zu Mann. Schwache Leistung. Wirklich eine schwache Leistung von dir. Hier noch irgendwas finden. Schild haben wir immer noch parat. Ich sehe jetzt hier nichts rumfliegen, von daher. Das ist halt immer die gleiche Frage mit dem Haus. Könnte jetzt auch sagen, man baut es hier hin, dann hat man im Hintergrund den Berg vor sich, den Swamp. Aber da ist halt leider auch immer ziemlich oft bescheidenes Wetter, da wo der Swamp in der Nähe ist. Von daher, so, du, wie wäre es denn einmal? Ja. Ach, Ausdauer. Ist halt auch immer das Gleiche, wenn man nicht ausgeruht ist, dann dauert es halt immer ewig. Gut, da drüben hätten wir wieder zwei Kollegen. Theoretisch da wieder lang gehen und dann müsste ich ja wieder da rauskommen, wo ich normalerweise angefangen habe zu laufen. Was haben wir da unten noch Feines? Da würde ich doch dann auch mal hinschauen wollen. So, nehmen wir dich und dich. Und dann schauen wir mal, ob wir hier. Okay, den haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich zerstört. Warst du der Einzige oder was? Offensichtlich. Ja, doch nicht. Weiß zwar nicht, wieso es Erz nicht gecheckt hat, dass ich vor ihm stehe, aber soll mir auch recht sein. So, sonst gibt es aber hier auch nichts.
Das ist dann der riesige Berg. Und sonst dürfte hier vermutlich auch nichts mehr sein in den Ebenen. Sprich, wir haben jetzt noch ein Koboldlager hier auf der Insel. Ja, was kommen hier für Geräusche schon wieder? So, er kämpft gegen den Moskito. Viel Glück, Bro. Ich hätte halt tatsächlich echt gern hier irgendwo gebaut. Gut, klar, wir könnten uns natürlich auch einfach in uns in das Lager hier eine Hütte bauen. Schwierig, vor allem wir werden eh noch, da wir reisen wirklich noch ein bisschen rum. Und der Loks dreht schon wieder durch, ich weiß gar nicht warum. Offensichtlich. Keinen Bock auf Moskitos, was ich dann durchaus nachvollziehen kann. So, hallo Kiste. Wir packen mal das wieder rein. Ich kann sagen, Junge, erschreck mich doch nicht so. Das kann man eigentlich alles mit heimnehmen. Jetzt bin ich wirklich erschrocken, obwohl es bloß ein Reh war, aber. Genauso gut, weiß ich nicht, ein eiskalter Killer sein können. Ein toller Gegner, der uns wieder komplett aus dem Leben schießen will. So. Genau, da haben wir dich reingepackt. Bisschen Holz, bisschen Gold. Können wir hier wieder mal alles reparieren. Dann könnten wir eigentlich mal gucken. Hier haben wir nichts drin. Nope. Jetzt segel mal davor. Ich muss das Boot zerlegen. Vielleicht ein bisschen anders. Wo vielleicht das Wasser nicht ganz so tief ist. Nämlich da vorne in der Bucht. Weil wir brauchen ja sowieso das große Schiff. Mit dir gesammelt haben wir alles. Dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht gleich. Ach so, der Ofen. Was brauche ich denn für dich? Einiges auf jeden Fall. Kein Harz. Und wahrscheinlich auch keine Bronzenägel, oder? Nee. Leider auch nicht. Aber 10 Hirschfälle. 40 von dem Holz. Kriegen wir hin. Eisennägel, 40 Rinde. 40 Rinde müssten wir noch haben. Genau. Wie viel Eisennägel? 100.
machen wir das doch mal. Das Eisen reicht genau noch für 100 Eisnägel, dann bleiben zwei über. 60. 70. 70. 90. 100. Und dann brauchen wir noch 40 Rinde, genau. Ich werde vielleicht jetzt noch das Falsche aufmachen. 40 Rinde. So, dann. Okay, wir gehen nach Spenden, Freunde. Bei dem Wetter, da treibt schon wieder mal keinen Hund vor die Tür. Und so. In Hoffnung, dass morgen wieder schöner Wetter ist. Schöneres Wetter. So. Okay, das Wetter ist offensichtlich nicht wirklich besser geworden. So. Das ist ein riesiges Ding, ey. So. Genau, da können wir uns dann hinsetzen. Ruder. Festhalten. Wäre lustig, wenn man oben irgendwie hochklettern könnte. Storage, genau. Und hier passt auf jeden Fall schon mal einiges rein. Vor allem, weil wir eh nur das brauchen, was nicht durch ein Portal darf. Und das ist eigentlich gar nicht so viel. Was wahrscheinlich deswegen auch gereicht hätte, wenn man mit dem anderen Schiff gefahren wäre. Aber mit dem Schiff geht's schneller. Gut. Stimmt, da ist ja noch unsere Unterkunft. Teerhammer, Teerhammer. Wir hätten jetzt hier noch ein Koboldlager. Das ist jetzt die Frage, ob ich dann hier mein Haus hinbauen will, wenn ich sowieso weiß, dass ich dann wieder weg muss. Mal gucken, können wir vielleicht. Ist halt eigentlich auch lustig gewesen, habe ich auch noch nie gesehen, da mitten im Dunkelwald so ein kleines Sumpfland. Sonst schaut denn hier irgendwo noch eine Ebene raus. Gut, hier sowieso nicht. Dort oben hätte man vielleicht beim Swarm, wenn man ein bisschen hochgerannt wäre, eventuell mehr Glück gehabt. Auf der anderen Seite, da unten wären noch ein paar Ebenen. Könnte man außen rum schippern. Ist auch wieder ewig weit der Weg. Die Insel ist eigentlich auch cool mit dem Baum hier. Mitten im Meer ein einzelner Baum. Okay, hier hätten wir Ebenen. Genauso wie da an der Seite, glaube ich, und hier oben. Dann glaube ich tatsächlich, Freunde, dass ich mich mal nochmal umsehen werde. So, sprich. Genau, das Portal brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir haben wir ungefähr 70 Schwarzmetall. Also hier muss ich sowieso nochmal hin mit dem Schiff. Sonst kriegen wir das Zeug nie wieder irgendwie da weg. Außer ich war natürlich jetzt einfach. Was heißt denn? Ja, das ist halt jetzt die Frage. Kann man denn bei Bronzenägel kann man doch durchs Portal mitnehmen. Dann könnte man auch rein theoretisch hier durchgehen und dann hier mit dem Boot mal nochmal losschippern, ob wir vielleicht
Das schauen wir gleich nochmal. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin und 20 hiervon kriegen wir auch hin. Den mal Hirschfell kriegen wir auch noch hin. Und dann brauche ich 30 Edelholz, das kriege ich nicht mehr hin. Aber fast. Würde ich tatsächlich nur mal schnell einen Baum hier fällen. Von unserem kleinen Wald hier. Nehmen wir gleich den Baum da hinten. Eigentlich, okay, schade. Keinen neuen Zeppling bekommen. Die Knarre weg. Dann könnte man in der nächsten Folge hier wieder ein bisschen erkunden. Was brauche ich auf jeden Fall nicht. Der wohl ein bisschen Holz wird nicht schaden. So, und jetzt können wir rein theoretisch dich bauen, genau. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Genau, eine Werkbank brauchen wir ja auch. Dann schleichen wir uns doch mal darüber und schauen mal, ob wir vielleicht in der näheren Umgebung hier nochmal eine Insel finden mit Ebenen. Na, dann könnten wir... ich nehme vielleicht doch lieber mal mein Schild zur Hand. So. Da steht ein Kobold. Achso, ich wieder was zu beißen bräuchte. Mal läuft sie mir jetzt wirklich hinterher. Da kommt's her, Jungs. Bevor hier wieder Kollege Moskito ankommt. Da. Dann einmal Werkbank. Und dann einmal Schiffchen. Da. Aber auch ins Wasser und nicht nur daneben. Und dann würde ich tatsächlich, dann machen wir hier gleich schnell einen Punkt hin, Schiff, die Folge hier an dieser Stelle beenden. Und in der nächsten Folge würde ich dann tatsächlich einfach mal hier noch mal ein bisschen weiter segeln, weil ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man... Weil das Koboldlager will ich auf jeden Fall noch auseinandernehmen. Wir brauchen ja immer noch Bild. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Also nicht Gerste, sondern das andere. Damit wir auch mal Rüstung und so weiter upgraden können. Und vielleicht finden wir da dann einen coolen Spot für ein Haus. Weil ich will... Ich will jetzt einfach hier nicht mein Haus hinzimmern. Weil dann müssen wir wieder mal mit dem Schiff fahren oder durchs Portal gehen. Das Einzige, was jetzt hier noch zu holen gibt, ist dieses eine Koboldlager. Und das holen wir uns dann, wenn dann einfach mal irgendwie... Wenn wir in der Nähe sind. Zack. Aber jetzt würde ich tatsächlich die Folge beenden. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, nächste Woche. Sehen wir uns morgen wieder. Und dann gehen wir auf eine Entdeckungstour und werden dann auch anschließend unser Haus hinzimmern. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Geht ganz schnell, kostet nichts und so könnt ihr mich am besten unterstützen für den YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr weiterhin Bock habt, dabei zu bleiben, würde ich mich echt freuen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Euer Stevie B. Ciao.